Haben Sie irgendwo einen Blitzer oder einen Stau gesehen? Haben Sie eine Frage zu Ihrer Strecke? Wir stehen Ihnen zur Verfügung, kostenfrei auf Ihrer Service-Center-Hotline 08200 600. Ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt. Also ich stehe auf natürlich. Deshalb schmeckt mir Buco pikante Kräuter auch am besten. Der ist rein natürlich, enthält keine Zusatzstoffe und hat im Ökotest Juli 2008 sehr gut abgeschnitten. Buco. Frischkäse? Sehr wichtig. Wir müssen 500 Grills haben und an jedem Grill 2 Personen. Weil so können wir beweisen, dass wir 1000 Leute haben mit 500 Grills. Also alle, die rumstehen, irgendwo unter Bäume oder sonst was gucken, bitte schauen Sie, dass Sie an einem Grill kommen. Weil nur so können wir ja halt sehen, dass 1000 Leute da sind mit 500 Grills. Wir haben noch, wenn wir auf die Apostelglocke schauen, noch 10 Minuten. Bitte finden Sie einen Grill und stellen Sie sich dorthin. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Die gibt es heute in Firnheim. Da wird nämlich gegrillt. Ja, tatsächlich. Und zwar mit 1000 Menschen, hoffentlich, und 500 Grillgeräten. Das ist nämlich die Guten Morgenmacher Stadtwette von Radio Regenbogen. Ob das Ganze hinhaut, das erfahren Sie jetzt gleich nur hier bei uns. Willkommen zur größten Open-Air-Grillparty des Jahres in der Regenbogenwelt. Hebt mal die Hände, wer hat denn alles einen Grill dabei? Einen eigenen, damit wir ein bisschen Eindruck kriegen. Also Kerstin, ja?
ich glaube ja, an der Anzahl der Grills wird es heute nicht scheitern. Nein, und unsere fleißigen Helferchen, die haben ja auch schon vorgezählt, diesen einen Teil der Wette haben sie schon erfüllt. Es sind weit über 500 Grills hier. Super! Ganz toll! Okay, wir dürfen uns ganz kurz vorstellen, denn wir sind die zwei, die Ihnen das heute eingebrockt haben. Meine charmante Kollegin direkt unter mir, in der Sendung ist es immer andersrum, da ist sie auch ganz gerne auf mir. Ja, ja. Kerstin Zeug. Hallöchen, und oben auf dem Dach sehen Sie gut gelaunt meinen Kollegen Jens Küffner. Hallo. Jens, weißt du, was ich hier am besten finde? Es riecht so toll. Und ich habe so Hunger. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, Kerstin, wie oft du in diesem Sommer zum Grillen gekommen bist. Ich habe es auch nur zwei, drei Mal geschafft. Obwohl das Wetter eigentlich ganz gut war. Deshalb freut es mich umso mehr, dass wir heute quasi uns gemeinschaftlich hier in Firnheim zum allerletzten Open-Air-Barbecue treffen. Am Wochenende, hast du uns ja heute Morgen verraten, wird es zumindest Samstag nochmal sehr sonnig werden. Aber ich glaube, das ist heute für viele die letzte Möglichkeit, nochmal den Grill anzuschmeißen. Und was gibt es Schöneres, als das gemeinsam zu tun? Es duftet nach allem Möglichen. Ich rieche Rind. Ich drehe mich mal in die andere Richtung. Der riecht so ein bisschen nach Schwein. Und ich habe hier schon jetzt mein erstes Würstchen in die Hand gedrückt bekommen. Vielen Dank dafür. Das riecht auch ganz fantastisch lecker. Was wird hier eigentlich alles aufgeben? Die große Rindswurst sehe ich hier direkt vor mir. Kleine Nürnbergerle habe ich gesehen hier beim Reinlaufen. Auf den Apostelplatz. Es wird auch Gemüse gegrillt, so wie du es gefordert hast heute Morgen übrigens. Ja. Mhm. Tofu-Burger grillt jemand irgendwas mit Tofu? Ja, ah ja, auf unserer linken Seite. Kerstin, das wird dann dein Lieblingsstand sein später. Ja, aber ich schieb mir gerade schon die Wurst rein und die schmeckt so lecker. Das ist heute wirklich der Nachteil an deinem Platz da oben. Ich stehe hier an der Quelle und probiere mich jetzt wirklich quer über diesen Platz durch. Aber kommen wir noch mal kurz zur Wette zurück. Wir hatten ja mehrere Bedingungen gesagt. Wir hatten ja gesagt, mindestens 500 Grills, das haben sie schon geschafft. Aber es müssen auch 1000 Menschen sein, die hier mitgrillen. Mhm. Deshalb haben wir ja vorhin schon gesagt, bitte jeder schauen, dass er hinter dem Grill steht. Also es müssen mindestens 2 Menschen hinter jedem Grill stehen, dann hätten wir logischerweise die 1000 Leute auch parat. Nur, damit wir es nochmal sagen, die Kindergartenkinder, die sollten sich natürlich nicht jetzt unbedingt so ganz nah an die Grills bewegen, damit hier nichts passiert. Heißt es jetzt Grills oder Grille? Wir haben es immer noch nicht geklärt. Das sollten wir heute nochmal machen. Kriegst du auch Essen gerade? Alter! Einen Putenspieß kriegst du? Also, man kann sich hier wirklich nicht beschweren. Vielen Dank für die edle Spende. Hey! Wir haben extra ein bisschen gefastet. Viele werden mir recht geben, wenn du die 30 überschritten hast, du, dann geht das mit dem Bauchumfang, das ist der Wahnsinn. Ja. Wir haben extra gefasst in den letzten 2-3 Tagen, wir wussten ja schon ein bisschen, was auf uns und natürlich auch auf Sie zukommt. Vielen Dank für den Putenspieß. Ich schätze mal, ich musste das Holzstück rausziehen vorher, bevor ich da reinbeiß. Sonst können wir gleich noch den Termin beim Zahnarzt geben lassen. Ich möchte Ihnen auch noch eine ganz charmante junge Dame vorstellen, die seit heute Morgen um 7 Uhr hier in Firnheim zu Gast ist. Und sie hat gesagt, sie ist ganz, ganz toll Gast. Freundlich hier aufgenommen worden. Das ist Dani Füg, unsere Stadtwettenreporterin, bei den Guten Morgenmachern. Jetzt erzähl mal, wann kam denn der erste Grill an? Also so um 8 standen hier bereits 3-4 Grills vom Kindergarten St. Michael. Wenn die Stadtwette nämlich geschafft wird, kommt denen ja auch das Projekt zugute, das wir unterstützen. Die wünschen sich eine neue Markise für den Spielbereich der Kinder, Außenmarkise. Und die haben ja auch ziemlich viel organisiert. Es kamen dann ratzfatz 20 Grills und nach kamen wirklich immer mehr. Wann hat sich denn so die große Masse eingefunden? Auf dem letzten Drücker? Ja, so ziemlich auf dem letzten Drücker. Also ab 11 ging es dann schon los, dass es hier überall nach leckerem Essen gerochen hat. Und ich bin auch schon so satt. Ich habe mich nämlich von Marshmallows über Gemüsespieße, über Steakbrötchen, Würstchen, ich habe schon alles in mich reingefuttert, weil ich habe es gar nicht mehr ausgehalten. Ja, und um 12 waren dann die restlichen noch da. Also es hat deine Figur zumindest nicht geschadet, schlank und rank wie eh und je. Dankeschön, Dani, für den Moment. Kerstin. Ich bin hier unten direkt schon vor dir. Ich würde vorschlagen, wir fangen das Zählen an, wenn ihr euch positioniert habt am Grill. Dann geht das relativ schnell. Wir sind ja schon seit über 3,5 Wochen in der Regenbogenwelt unterwegs mit unseren Wetten. Und das Zählen ging eigentlich immer relativ rasch. 4 Mädels sind im Einsatz mit Zählgeräten und dann dürfen wir mit Sicherheit so in den nächsten 10 Minuten, Viertelstunde dürfen wir wissen, ob sie heute hier die Stadtwette geschafft haben. Wir drücken Ihnen die Daumen, es ist eine große Herausforderung, das wissen wir. Und Kerstin, ich denke, es sieht gut aus.